Die ersten Tage für die Lehrlinge sind natürlich ganz wichtig, weil da sind viele, die sich nicht kennen, die sich nicht mehr gesehen haben. Dann ist es ein bisschen kennenlernen, ein bisschen ausloten, wo, wie weit kann ich gehen. Ja, am ersten Tag ist meistens so ein kleiner Tag, wo sie noch ein bisschen zurückhaltend sind. Auch alles neu, ganz viele. Am Schnuppertag waren gar nicht so viele, jetzt sind plötzlich ganz viele da. Ein paar sind dann schon in der Clique daheim, weil sie ein paar kennen vom vorhergehenden Schule oder vom privaten Bereich her. Ich finde das gut, weil man kennt natürlich ein, zwei Leute, die kennt man schon, aber sonst die anderen sind meistens Fremde und da man mit denen auch zusammenarbeiten muss, dann ist natürlich auch gut, wenn man die ein bisschen eben kennenlernt in so Workshops, in so Aufgaben, die man miteinander quasi bearbeiten muss und das finde ich schon in Ordnung, dass man das dann gleich zu Beginn macht. Ich finde das gut, weil dann kann man die Arbeitskollegen so früh wie möglich kennenlernen und ich habe hier jetzt schon auch neue Leute kennengelernt, was eben auch gut ist, weil ich muss halt, wie gesagt, danach mit denen arbeiten.